Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lasst mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Fenster, los, die Fenster. Denke ich mal, auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt genau einfach mal aufzuhören und beenden dann das Ganze auch gleich. Müssen nur kurz warten. Okay, und wir machen Pause. Okay, cool. Also, ihr seht mich hier, wie ich sitze, geflasht, beeindruckt, alles. Also, es ist der Wahnsinn, was dieses Spiel jetzt innerhalb von dieser, naja, fast Stunde gezeigt hat, was es vermittelt hat und was es in dem Fall auch in mir drin bewirkt hat. Also, okay, wo fangen wir an? Fangen wir bei der charakteristischen Darstellung. Ganz klar, die Schauspieler machen hervorragende Arbeit. Es ist
ein Heidenvergnügen, ein Heiden, Heiden, egal, ein Heidenvergnügen, mit Ihnen zu interagieren, zu kommunizieren und sich in dieser Welt, die geschaffen wurde, zu bewegen. Spaßigste für mich im Moment ist immer noch die Szene mit Aiden. Ganz klar, man kann machen, was man will. Also mehr braucht man nicht. Aber es ist immer sehr schön, wie Jody verhindern möchte, dass Aiden eigentlich zu weit geht und man selber eigentlich die Kontrolle über Aiden hat und eigentlich auch über Jody. Und man innerlich eigentlich nicht möchte, dass Aiden, man möchte nicht, dass Aiden so weit geht. Man möchte auch nicht, dass sowas Schlimmes passiert. Aber innerlich hat man auch diesen Drang, alles zu machen, was man möchte. Und das bietet dieses Spiel. Und das ist der Hammer. Alleine auch durch die musikalische Untermalung über den Terror oder die Bedrohung, die Aiden ausstrahlt und die man einfach nicht kontrollieren kann. Und das motiviert auch noch so sehr zum Weitermachen. Ja, das habt ihr eben gesehen, was dann passieren kann. Es gibt natürlich jetzt auch, was das Spiel halt auch möglich macht, so viele verschiedene Arten und Weisen, das alles zu machen. Ich hätte jetzt auch einfach gehen können, habt ihr ja gesehen, oder ich hätte sie nur einsperren können und hätte das Haus jetzt nicht abfackeln müssen, aber das ist alles so gut umgesetzt und man möchte es einfach sehen und erleben und das macht das Spiel einfach aus. So, die cineastische Darstellung ist ganz klar gelungen, also Quantic Dream weiß, was sie machen, sie weiß, was man sehen möchte und von daher habe ich da keine Abstriche und ich glaube, das wird so ein Spiel sein, wo man einfach immer weiterspielen möchte. Man möchte nicht aufhören, man möchte wissen, wie die Geschichte weitergeht. Was mich auch beeindruckt hat oder beziehungsweise erstaunt hat, ist, dass die Geschichte selbst, dass man diese nicht chronologisch erlebt in den Lebens- oder in den Altersspannen von Jody, sondern gemischt. Und ich denke mal, das ist dann auch eine Weise der Hersteller oder der Entwickler, einfach die Story so zu präsentieren, dass man nicht gleich von Anfang an nun checkt, worum es eigentlich geht. Und bisher weiß man es ja auch nicht. Man hat jetzt im Prolog bzw. im Vorspann gesehen, dass irgendwann Jody anscheinend an die Stelle kommen wird, wo sie in diesem Polizeirevier ist, die man im allerersten Trailer von Beyond Two Souls auch gesehen hat, wo dieser, sagen wir mal, nettere Polizist Jody eigentlich helfen möchte und dann diese SWAT-Einheit kommt. Und man kriegt dann auch diese Verbindung mit der Zugsequenz und der Waldsequenz, die ja in einem so ist. Das hat man ja alles schon in Vorpräsentation gesehen und das kommt dann im Spiel sicherlich auch noch drauf zu und man wird auf die Stelle im Anfang des Spiels irgendwann sicherlich zugehen und von da aus dann weiterspielen. Und ich denke mal auch, dass der Anfang des Spiels, diese erste Szene, in der Jody erzählt, dass sie sich an ihr Leben erinnert oder an ihre Erlebnisse erinnert, dass dies auf jeden Fall nochmal zu Trage kommt, denn nicht umsonst werden sie sowas einbauen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch, die Story, dass diese, sagen wir mal, wirklich, wirklich eine gute Richtung nimmt. Und das ist das Einzige, was mich bei Heavy Rain gestört hat, kleiner Spoiler, dass am Ende der Detektiv, den man spielt, selber der Mörder ist. Ansonsten hat mich bei Heavy Rain eigentlich auch kaum was gestört. Also es ist ja jetzt im Vergleich zu Beyond the Souls. Beyond the Souls ist technischer, jetzt sagen wir mal, weiter voraus. Es ist cineastischer, besser gestaltet und auch das Gameplay-Technische hat sich, sagen wir mal, in Richtung mehr Spiel entwickelt. Es hat immer noch sehr, sehr viel von einem Film und das ist auch gut so. Beyond Two Souls möchte eigentlich nichts anderes sein als der Übergang von Film zu Spiel. Das schafft es meiner Meinung nach perfekt bis jetzt. Es wird sicherlich auch noch perfekt weitergehen. Also ich gebe eine klare Empfehlung für Beyond Two Souls und
Ich wünsche euch, wenn ihr es spielt, viele, viele spaßige Stunden mit diesem Spiel. Und gebe jetzt einen Aufruf aus. Und zwar, wenn ihr möchtet, dass wir dieses Spiel zusammen weiterspielen, ab dieser Sequenz, schreibt es rein. Wir tun es gerne. Wenn ihr möchtet, dass der liebe Markus auch noch dabei ist, können wir das auch machen. Wir können auch gerne dieselben Sequenzen immer entweder zusammenspielen oder auch unabhängig voneinander. Ist euch überlassen. Schreibt es in die Comments, wie ihr das möchtet. Und so machen wir das auch. Wenn ihr nicht möchtet, dass wir es weiterspielen, machen wir es natürlich auch. Dann spielen wir es für uns und erleben das alles auf unsere Art und Weise. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich werde jetzt erstmal noch nicht weiterspielen. Ich werde warten, bis es online ist. Und dann geht's weiter. Mit euch oder ohne euch, das entscheidet ihr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Ich bin Olli von Play It Home und ich wünsche euch noch viel Erfolg in eurem Leben. Macht's gut. Tschüss.